KinoCast. Hallo und herzlich willkommen hier zur nachweihnachtlichen und noch 2020 Ausgabe vom KinoCast. Hallo Kate. Hallo Erik. Hallo Chris. Es ist tatsächlich die letzte Ausgabe 2020. Hallo. Ja. Ja, die letzte Ausgabe. Punkt. 2020. 2020. Ja, in der Pausentee gab es ja überraschend auch eine neue Ausgabe, habe ich gesehen. Dafür sind wir bekannt, ja. Plötzlich mal einen rausgehauen hier. Aber was für ein Jahresrückblick, Jahresausblick. Alles dabei, da müsst ihr jetzt mal wieder ein halbes Jahr nicht mehr aufnehmen. Alles dabei. Das letzte Mal ist über ein Jahr her gewesen. Ja, also. Naja, aber wir sind ja hier beim KinoCast und da reden wir mal über ein paar Filme, die wir so gesehen haben, die wir euch vielleicht empfehlen können, vielleicht aber auch nicht. Und als Sneak Preview, als Heim-Sneak Preview hatten wir dieses Mal den Film Wir können nicht anders. Eine Netflix-Produktion von Detlef Buck. In den Hauptrollen Kostja Ullmann, Ali Neumann, Sophia Tomalla hat auch noch mitgespielt und noch ein paar andere. Und kennt ihr eigentlich den Film Wir können auch anders von Detlef Buck? Nee. So Anfang der 90er kam der raus. Lief im Kino relativ gut. Das war, glaube ich, auch so nach Carnicles der erste Kinofilm, der richtig reingehauen hat von Detlef Buck. Und ich glaube, da wollte er so ein bisschen zu seinen Wurzeln zurückkehren mit Wir können nicht anders. Also damals ging es, wenn ich mich, ist lange her, dass ich den gesehen habe, da ging es darum, dass welche so kurz nachdem die Grenzen auf sind, haben so ein paar Wessis irgendwas geerbt im Osten und wollen dahin, um sich das mal anzugucken, was sie da geerbt haben. Und das ist dann wirklich so eine übelste, abgefracktes Haus, was sie da geerbt haben. Und auf dem Weg dahin bringen sie noch aus Versehen jemanden um und so weiter. Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch richtig zusammenbringe, aber ja, Joachim Krohl hat da, glaube ich, eine Hauptrolle gespielt. Und hier ist ja jetzt so, dass der Kostja Ullmann, der lernt die Edda kennen, also Samuel heißt er, der lernt die Edda kennen. Und relativ kurz, nachdem sie haben sich relativ schnell ineinander verknallt und er... Die haben ja auch gesoffen in der Bar, also das muss man ja... Ach so, das meinst du, dass das... Sie saß da relativ verheult, dann haben sie Podcast gekippt und danach sind sie in der Kiste gelandet, Punkt. Oh, im, wer kennt das nicht? Im VW-Bus oder was auch immer das war, nee, so ein Camper, würde ich mal sagen. Wo Kostja Ullmann offensichtlich drin wohnt auch, also komplett ausgestattet, also ein richtiges Bumsmobil da, was er da hat. Da kann er gleich seine abgeschleppten Mädels mitnehmen. Und sie haben dann eine Nacht zusammen und sie sagt dann so sinngemäß, dass sie mal wieder zurück in die alte Heimat muss, weil da auch Weihnachtsfeiertage sind und so. Und da will sie mal wieder hin. Und der Vater hat auch Geburtstag. Und sie war seit ein paar Jahren nicht mehr in der alten Heimat und will da ungern jetzt alleine hingehen und es wäre gut, wenn er mitkommt. Und da beschließen sie zusammen, da hinzufahren und schon auf dem Weg dahin bleibt dann auch mal das Auto, sie parken dann irgendwo mal und fallen übereinander her. Und als er sich dann auch mal nach draußen begibt, weil er da was hört, sieht er so eine Hinrichtungsszenerie, also wo irgend so ein Gangsterboss dasteht mitten im Wald auf einer Lichtung. Und da die Knarre an jemandes Kopf hält und ihm fällt da nichts Besseres ein, als da irgendwas zu sagen, so tu es nicht oder so ähnlich. Was natürlich immer gut ist, wenn man da so eine Gang vor sich hat und völlig unbewaffnet dasteht und dann einfach mal da so interrupted das ganze Thema. Und die sind dann auch nicht erfreut, dass er das mit beobachtet hat und der andere kann dann auch noch fliehen, also der, den die eigentlich umbringen wollten, diese Gangster, und versteckt sich dann erstmal bei denen und dann gibt es eine wilde Hatz und letzten Endes kommen sie auch irgendwo noch in diesem Dorf an und da sind alle irgendwie, diese Gangster sind da auch irgendwie mit involviert und sind dann auf der Suche nach denen und so eine Gangstergeschichte im Wilden Osten, würde ich mal sagen, aber alles auch ziemlich abgefuckt dort, diese Gegend hier, diese Typen, die da wohnen, und alles sehr trostlos. Und das wird natürlich von Detlef Buck durchaus ein bisschen auf die Schippe genommen hier in seinem Film. Jetzt sehe ich ja schon an euren Wertungen, also euch hat es offensichtlich nicht ganz so gut gefallen. Ich fange mal an, okay? Konntet ihr mit Pulp Fiction in der Provinz nichts anfangen? Nee? Also ich konnte leider mit dem Film nichts anfangen.
Also mal abgesehen davon, dass ich die schauspielerische Leistung bei dem einen oder anderen ganz katastrophal fand, fand ich auch die Story ein bisschen, nennen wir es mal nett, Banane. Ja. Ich weiß nicht, ich bin vielleicht gerade zu sehr in anderen Themen drin, als dass mich dieser Film hat begeistern können. Leider nicht so mein Ding gewesen. Ja. Also, ich muss wirklich sagen, ich mag ja Kostja Ullmann, mag ich. Sagen wir es nochmal so. Den mag ich wirklich. Ich finde einen coolen Kerl. Aber den Auftritt von Ali Neumann als Edda, ich fand das in der ersten Hälfte des Films so brutal hölzern, wie die gespielt hat. Das fand ich echt schade. Also das hat für mich so gar nicht gepasst. Für mich war das eher so, in der ersten Hälfte viel nackte Haut von ihr und sehr hölzernes Spiel, in der zweiten Hälfte nicht mehr so in Erscheinung getreten. So kam es mir so ein bisschen vor. Insgesamt, ja, also ich bin nicht so ganz warm geworden mit dem Film. Die Polizei wird wieder als absoluter Scheißhaufen dargestellt, die Feuerwehr wird als Scheißhaufen dargestellt. So ein übertriebener, pseudo-harter Gangsterboss. Dann Sophia Tomalla, mit der jeder im Kopf schon was hatte. Ich glaube, Jörg Dahlmann gefällt das. In dem Dorf, meinst du, ja. In dem Dorf. Ja, im Dorf. Ach ja. Nee, es hat mich nicht so abgeholt. Also ich fand's zu lang, ich fand's anstrengend teilweise dann auch zu schauen, weil ich eben sehr, sehr hölzern gespielt fand. Mir hat das so ein bisschen die schauspielerische Reife und Klasse gefehlt, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt verharrt, ich weiß, aber wenn man das vergleicht, also die haben gerade Edda, also Ali Neumann hat gegen Kostja Ullmann ziemlich abgestunken, wie eigentlich alle anderen auch. Aber Detlef Buck war okay, das war... Nein, das war ja, okay, der war cool. Frederik Linkemann als der Polizist Frank, und das war einfach, ah, das war auch so ein ekliger Charakter, und nee, so wirklich, das Problem war, ich bin nicht so wirklich warm geworden mit den ganzen Charakteren und dann auch nicht mit der Story. Ich finde es ja witzig, dass er im Englischen heißt er wohl Christmas Crossfire. Weil ich natürlich auch ein ganz, ganz krasser Name finde. Also da, wir können nicht anders, ist dann auch schon so. Also, weiß auch nicht. Nee, ich bin wirklich nicht warm geworden damit. Und so wirklich was Neues war es ja auch nicht. Ich fand es zwar aber an sich gut dargestellt, so diese Trostlosigkeit in manchen ostdeutschen Dörfchen, wo halt wirklich, sag mal so, die Jüngeren sind alle irgendwie weggezogen, sind irgendwo anders, haben Arbeit gefunden, irgendwo in Berlin oder so, via die Edda auch. Und die da geblieben sind... Also entweder sie sind halt irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht weggekommen oder haben sich da ihrem Schicksal irgendwie ergeben und haben da irgendwie andere Möglichkeiten gesucht. Wer raschelt denn hier? Das war ich, Entschuldigung. genau, die haben sich da ihrem Schicksal irgendwie ergeben und ja, diese ganze Trostlosigkeit, weißt du, da hoffen sie, dass irgendwie ein Logistikzentrum da noch gebaut wird, das wollen sie da irgendwie anlocken, die Investoren, und das klappt aber alles nicht und also Arbeit gibt es da nicht mehr, die LPG, die ist steht leer, die Sauna funktioniert zwar noch, und da gibt es dann irgendwie so einsame Hausmeister, die da irgendwo noch ihren Dienst tun und alles irgendwie ein bisschen am Laufen halten. Das fand ich schon sehr, sehr gut dargestellt. Also das gibt's, das kann man durchaus ja beobachten, und nicht umsonst sind dann teilweise auch in solchen Gegenden dann die Wahlergebnisse dementsprechend, weil die Leute einfach so eine Trostlosigkeit sehen, die fühlen sich völlig abgehängt, und da sieht man genau, wo das dann herkommt auch, ne? Und ja, das natürlich dann hat er versucht, so ein bisschen diverse Sachen zu kopieren, ne? Von Tarantino über die Coen-Brüder, über sonst was alles, ne? Da findet man alles irgendwie ein bisschen wieder in dem Film, teilweise irgendwelche Einstellungen. Hat aber so der richtige Drive hat dem Film einfach gefehlt. Und was halt ganz nett war so, dass das alles so ein bisschen an Weihnachten gespielt hat. Hat ja dann auch so eine kleine Weihnachtsfeier mit dabei. Und aber ja, ist jetzt nicht so der Riesenbringer. Sollte ja eigentlich auch ins Kino kommen. Hat sich aber dann doch Netflix gesichert, weil ja die Kinos leider zu haben. Ich denke mal, so in der Sneak hätte der vielleicht ganz gut funktioniert. Da hatten wir schon reichlich irgendwelche abgefahrenen Gangstergeschichten. Und
Ja. Da kann man den durchaus mal gucken. Also Sophia Tomalla, die mag ich ja auch gar nicht. Also für mich ist die keine Schauspielerin. Das ist die, ich weiß nicht, wie die sich da immer reinbringt in irgendwelche Rollen. Die hatte ich letztens ja schon mal, hat man die in irgendeinem Film. Ach, ist immer. Ach, nee, ist für mich keine Schauspielerin. Also das funktioniert nicht bei mir. Tja. Und das ist ja völlig unglaubwürdig, dass die für den Typen da irgendwo aus der großen Stadt dahin auf die, in die Provinz gezogen ist. Und, alles komisch. Ja, aber ich dachte, ja. Also, nee. Ja, für diesen Gangsterboss da. Ja, deswegen, also, nee. Nee, also, aber von mir trotzdem irgendwie 6 Punkte. Wie sieht es da so bei euch aus? Ich gebe ihm 3. Ich gebe ihm 5, weil er im Endeffekt viel Potenzial eigentlich hätte, aber daraus viel zu wenig gemacht hat. Und es gibt Menschen, die ihn gut finden oder einigermaßen gut finden, so wie den Erik. Es gibt Menschen, die finden ihn nicht so gut wie die Kate. Deswegen habe ich gedacht, treffe ich mich selber in der Mitte, das ist am fairsten. Okay. Was erwartet uns denn jetzt in der nächsten Woche der kinolosen Zeit? Das wäre dann ab dem 28.12. Ne? Ja. Und ich muss jetzt den Film nennen, oder? Ja, genau. Ja, du musst jetzt den Film nennen, den wir morgen gucken. Okay, der läuft auf Kino on Demand wieder mal und ist mit dem immer noch aktiven Mel Gibson und wir schauen uns Fat Man an. Okay, da hast du ja schon ein bisschen, da kommt ja mit ein bisschen Vorschusslorbeer, ne? Du hast da schon irgendwas gehört, dass der ganz lustig sein soll, glaube ich, ne? Ja, ich fand das jetzt nochmal nicht so verkehrt. Also es sieht ziemlich abgedreht aus. Und dann für die Folgewoche kannst du ja mal den Tipp vorlesen, den ich gerade eingetragen habe, den ich mir gerade habe einfallen lassen, aus den Fingern gesaugt habe. Neue Version. Das ist der Tipp für die Woche dann im neuen Jahr ab dem 4.1. Und mal gucken, was uns da erwartet. Ihr könnt ja schon mal mitraten, vielleicht in die Kommentare auf kinocast.net, weil ich glaube, in der Facebook-Gruppe machen wir es ja nicht mit den Tipps, ne? Ja, irgendwie verpenne ich das immer. Kannst du das mal übernehmen? Auch noch? Ich vergesse das. Ah, okay, mal sehen. Ansonsten Kate kann das doch, oder? Nicht? Ah, kriegen wir schon irgendwie hin. Also, jetzt gucken wir mal in die restlichen gesehenen Filme rein. Hier. Heimkino. Was haben wir denn noch? Ihr habt was geschaut. Ein nagelneuen Film auf Disney Plus. Ja, oh ja. Wir haben uns Soul angeschaut. Den neuen Disney-Film. Da ich auch hätte ins Kino kommen sollen und jetzt bei Disney Plus gelandet ist. Also Disney Pixar Soul. Das neueste Meisterwerk. Das neueste 100-minütige Meisterwerk, kann man wirklich schon fast sagen. Von Disney, den es auch ohne extra Kosten gibt. Also gibt ja andere Filme wie Mulan, wo man nochmal draufhauen musste. In dem Fall jetzt einfach mal für Abonnenten schon mit drin. Und Soul handelt von dem Jazzmusiker. Das ist eigentlich das, was den Erik wahrscheinlich abschrecken wird. So ein bisschen. Nö. Nein, nicht unbedingt. Ja, es ist sehr, sehr angenehmer Jazz, muss ich dazu sagen. Also der Jazzmusiker Joe, der ist... Also sein Vater war schon Jazzmusiker, ganz berühmt. Seine Mutter hat eine Schneiderei und alles. Und er verdient sich jetzt gerade so Geld nebenher als Musiklehrer und bekommt dann eine Festanstellung an der Schule, aber ist alles andere als angetan davon, weil er eigentlich gar keinen Bock hat, das zu unterrichten, sondern er will eigentlich auf der Bühne stehen, weil er ist auch ein begnadeter Pianist und alles. Hast du dich da wiedergefunden eigentlich? Du willst gar nicht unbedingt unterrichten, du willst ja auf der Bühne stehen und deine... Nee, ich habe ja immer gesagt, ich möchte 50% unterrichten und 50% Verwaltungszeug machen und dafür mehr Geld kriegen. Und da bin ich jetzt, deswegen ist das für mich schon okay so. Ohne jemals... den Bezug zu den Kids zu verlieren, weil mir das sehr wichtig ist und auch zu wissen, was da passiert, damit ich auch weiß, wovon ich spreche. Joe jedenfalls im Original synchronisiert von Jamie Foxx und auch in der deutschen Version ist es die Jamie Foxx-Stimme. Ist dann natürlich erstmal so, okay, jetzt soll ich diesen Job haben und nicht so ganz begeistert, aber bekommt dann durch einen ehemaligen Schüler die Chance, in einer lokalen Jazzband bei einer lokalen Größe mitzuspielen. Und ist dann völlig beswingt und beschwingt und läuft durch die Stadt und dabei passiert ein größeres Unglück, weil er fällt in einen Kanaldeckel runter. Und daraufhin fällt... Erik schläft schon ein, ist ja unfassbar. Nee.
Es klang, als ob du gähnst, deswegen. Und seine Seele wandert dann aus ihm heraus und soll eigentlich Richtung Jenseits wandern. Und er ist allerdings noch so euphorisiert vom Thema, oh Gott, ich will aber eigentlich in diese Band und das ist mein Leben und ich will das einfach mal schaffen und alles, dass er sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, in das Licht getragen zu werden oder von der Rolltreppe in das Licht geführt zu werden. Und fällt dann darunter, fällt durch verschiedene Divisionen und landet dann in einer Welt. Also seine Seele landet in einer Welt, wo ganz viele kleine neue Seelen noch rumrennen und wo gerade so Eigenschaften verteilt werden. Es gibt da Figuren, die heißen alle Gary, das ist sehr lustig, und die verteilen da diese Seelen. Also du bist eher so die Schüchternen, ihr geht mal zu den Schüchternen, ihr geht zu den Egoistischen oder was weiß ich was. Und dort bekommt er dann, weil er sich für jemand anders ausgibt, weil er eigentlich nicht zurück will, gibt er sich als jemand anders aus, nimmt also ein Namensschild, ist dann jemand anders und bekommt 22 zugewiesen. Die Seele 22, die wird gesprochen von Tina Fey im Original. Und 22 ist so ein bisschen, ihr fehlt noch ein Stück, um komplett zu sein, um auf die Erde geschickt zu werden. Also dieses Bestimmungsstück mit, in welche Richtung es gehen soll und was so ihre Stärken und Vorlieben sind. Und wenn man dann, gibt es noch so kleine Rückblicke, mit wem 22 schon zu tun hatte. Also unter anderem Muhammad Ali hat sie betreut, die Seele. Und, oh. Und ja, es ist ganz arg witzig. Einfach ganz arg coole Charaktere da auch und verschiedene Charaktere ausgewählt. Und Archimedes war, glaube ich, auch dabei, der ja erstmal beibringt, wie man Gyros richtig ausspricht und lauter so Sachen. Und alle sind an 22 verzweifelt. Und jetzt so ergibt sich eben, dass 22 sich eigentlich wehrt, auf die Erde zu kommen. Und Joe möchte eigentlich unbedingt zurück auf die Erde. Und dann trifft er noch auf Moonwind. Der wird im Original gesprochen von Graham Norton. Moonwind ist einer, der lebt auf der Erde und kann sich so in Trance versetzen, so mehr oder weniger, dass er ins Seelenreich reinkommt. Und das ist sehr witzig, weil das ist halt eher so ein Esoterik-Hampel, der Schilderwerbung in New York macht und da währenddessen so meditiert und so und völlig abgefahren. Und mit deren Hilfe kommen sie tatsächlich zurück auf die Erde. Nur das Problem ist, 22 kommt mit, 22 landet im Körper von Joe und Joe landet im Körper einer Katze. Und nur Joe kann die Katze hören und er wacht dann quasi aus dem Koma auf und alle so, oh cool, die Katze hat geholfen, die Katze hat geholfen. Und er so, hä, was für eine Katze? Und die Katze, und dann kommt auch so der Blick nach außen und hörst nur so, miau, 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 miau. Also es ist herrlich, es ist gespickt mit Humor von Disney und Pixar und eigentlich echt, es spielt so wirklich zwischen zwei Dimensionen, einmal der Erde und einmal diesem Seelenleben oder diesem Seelenland, wo da dann auch die Verknüpfungen sind und das Ziel ist dann natürlich von 22 wieder zurückzukommen, wo es schon mal war, weil man will ja nicht auf die Erde und von Joe ist das Ziel, zurück in seinen Körper zu kommen, um dann eben auch in der Band spielen zu können. Wie sich das Ganze ausgeht, das verraten wir jetzt mal nicht, würde ich sagen, aber es ist einfach so herrlich. Es sind so, so viele, wirklich, ich habe mehrere Male lauthals gelacht, muss ich wirklich sagen, weil es einfach so, so total witzig, charmant, schön dargestellt ist. Es ist vor allem, ja, ich finde es sogar relativ nah erzählt, also nicht irgendwie abgehobene Geschichte, die überhaupt nicht so passieren kann, sondern einfach die Charaktere sind greifbar. Es ist eine richtig schöne Geschichte. Es ist allein, weil ich hier gerade den Trailer sehe, die Pizzaszene. Also es gibt verschiedene Pizzaszenen. Einmal in der Seelenwelt, wo so, hier, probier mal die Pizza. Und dann schiebt er die Pizza vorne rein und sie fällt halt hinten einfach wieder raus. So, flop, was? Dann nochmal, flop, was? Und dann eben auch mal die erste Pizza selber probieren, wie man da abgeht. Und richtig, richtig schön. Also das ist monströs gut animiert ist, da brauchen wir, glaube ich, nicht davon drüber reden, weil das kann Disney Pixar in dem Fall einfach wie kaum jemand anders. Es ist schön, es ist wieder mal eine richtig, richtig tolle Geschichte. Wirklich auch für jung und alt, weil die Kids haben
ihren Spaß, die Älteren werden auch die Moral mitbekommen, weil so viele kleine Anspielungen dran sind, wie, ja, hier, ihr geht mal hier, da, ihr seid mehr so egozentrisch und bla bla bla. Und dann meint halt der andere Gary nur, davon haben wir aber zuletzt zu viele produziert und lauter so Sachen. Und das ist einfach herrlich. Also es macht einfach richtig, richtig Spaß, und zwar von der ersten bis zur letzten Minute. Und das ist ein Film, den ich mir auf jeden Fall ein zweites Mal noch anschauen werde. Wenn ich jetzt nämlich drüber rede, stelle ich fest, dass ich ihn doch noch mehr mag, als ich eigentlich dachte. Kate, wie siehst denn du das? Du hast mich jetzt gerade in Grund und Boden geplappert. ja, ist ein toller Film. Hat mich von der Machart sehr an Alles steht Kopf erinnert. Ja. Weil es auch so das Innere des Menschen so süß beschreibt. Nur halt in der Form von Seelen und Tod oder Seelen, die dann in Menschen wandern und neue kleine Persönlichkeiten entwickeln. Aber ich finde, Pixar kann diese Art von Filmen echt gut. Und die können auch so ein bisschen subtil Kritik vermitteln an der Menschheit. Und das auf eine sehr, sehr charmante und süße Art und Weise. Und aber dann also zeitgleich auch noch sehr, sehr, sehr lebensbejahend auch noch zeitgleich. Erstmal kritisieren sie unsere Lebensart, ja, und sagen, ja, warum denn? Wir vermüllen die Erde doch nur, um dann hinterher irgendwie wieder in Windeln zu landen und zu sterben. Und gleichzeitig zeigen sie dir aber, wie schön die Erde ist, wenn man sie mal einfach mal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Und das hat auch dieser Film wieder so schön gemacht. Ich hatte mir die Story anders gedacht vom Trailer her. Das mit der Katze fand ich sehr, sehr geil. ich will den eigentlich auch nochmal sehen. Das ist ein sehr, sehr schöner Film. Da könnt ihr den ja nochmal gucken, ja. Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt wirklich so, als 22 dann das erste Mal da ist, kommt halt auch die Aussage so, hey, dein Leben ist hier, ist laut, es ist schmutzig, du hast nichts erreicht und bla 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 und trotzdem willst du zurück. Ja, weil das ist mein Leben. Und das ist einfach so schön. Das sind solche Sachen. Da geht es ganz arg viel wieder darum, sich selbst zu akzeptieren oder Sachen auch zu nehmen, wie sie sind und nicht mehr draus zu machen, als es eigentlich ist, sondern einfach seine Ziele verfolgen und dran zu glauben, dass man was kann. Das sind einfach diese Geschichten, die Disney, Pixar in dem Fall einfach unglaublich schön umsetzt und unglaublich schön erzählen kann. Und das zur Weihnachtszeit ist ja wirklich ein Träumchen. Also ich fand's sehr, sehr, sehr cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und Erik, ich kann es dir nur von vorne bis hinten empfehlen, diesen Film sehr zeitnah zu schauen. Ja, das mache ich sowieso. Also das hatte ich mit deinen Plänen auf jeden Fall. Ja, klar. Das hatte ich eh vorgehabt. Ich wusste zum einen bloß noch nicht, ab wann der verfügbar ist, weil irgendwie ist ja alles so, ja, das eine gibt's jetzt schon, das andere dauert noch ein bisschen und dann das und das und das. So eine richtig schöne Übersicht, wie so Kinostarts oder sowas. Ja, ich weiß nicht, gibt es sowas Schönes, so wo man auch die ganzen On-Demand-Sachen, ja, vielleicht gibt es da eine geile Liste. Vielleicht hat einer von den geschätzten Hörerinnen oder Hörer da einen coolen Link parat, wo man irgendwie alles in einer Liste hat, wo man nur die Top-Sachen, also nicht jetzt irgendwie die x-te Staffel von irgendwas mit drin ist, sondern nur die Filme, das wäre gut. Ja, nee, und ich habe ja dann erstmal auch einen anderen Film auf Disney Plus geschaut, über den wir dann gleich reden. Aber es klingt auf jeden Fall so, als könnte das was für mich sein. Das ist ja auch der Regisseur, der Alles steht Kopf gemacht hat und Oben. Die mag ich ja beide sehr gern, die Filme. Und du musst keine Angst haben vor der Jazzmusik. Nö, die ist auch nicht. Super angenehm. Das ist kein so. Es ist auch nur und ist auch nur so ein bisschen im Hintergrund. Also der ich spielt La La die ganze Zeit Jazz. Ich fand La La Land auch cool. Schönen Film. Ja, okay. Ja, okay. Okay. Zack. Ist ja nicht per se, dass ich mit, aber in diesem einen Film, was war das mit Edward Norton, der, ne, wo ständig dieses olle Geschrammel war, ey, das war ja unerträglich. Und vor allem dann nicht irgendwie schön, sondern irgendwie so GEMA-freies, irgendwie so aus dem Internet, weißt du, so irgendwelche Sound-Samples da die ganze Zeit. Ach, okay. Ja, also habt ihr schon eure Punkte gesagt? Sonst Nein, aber ich gebe ihm 8,5 von 10. Das klingt super. Und Kate? Da bin ich dabei, auch 8,5. Okay. Vielleicht sogar 9. Nee, 8,5. Ja, du korrigierst das dann selbst in deiner Tabelle, da steht nämlich noch was anderes. Ja, ja, okay. Ja. Okay. Hast dich mitreißen lassen.
Ja, ich habe einen anderen Film auf Disney Plus geschaut, den die Kate schon vor längerer Zeit geschaut hatte und irgendwie, ich wollte den auch mal gucken und habe gedacht, okay, jetzt, weil sie gesagt hat, sie hat den gesehen und habe ich ja, okay, jetzt gucke ich den auch mal. Nee, es handelt sich um Mulan. Da gab es ja mal einen Disney-Film mit sehr viel Gesinge, den ich unerträglich fand, leider. Also ich werde jetzt viele vor den Kopf stoßen, aber der Mulan ist ganz furchtbar. Kann ich nicht gucken, den Film, den Disney-Film. Aber gut, das ist halt mein persönliches Problem. Ich weiß, der gefällt vielen. Es gab vor einigen Jahren mal einen, ich glaube, einen rein chinesischen Film oder vielleicht war da so ein bisschen USA mit produziert, der relativ hart war, ein Mulan-Film. Den hatte ich auch mal gesehen, fand ich aber nicht so gut. Und hier bei Mulan, da hatte mir der erste Trailer schon relativ gut gefallen. Also ich fand das Casting sehr gut von der Hauptdarstellerin. Yifei Liu heißt sie. Und ja, der Trailer sah irgendwie ziemlich cool aus. Ich mag ja auch so diese opulenten chinesischen oder asiatischen Kampfkunstfilme, so Hero oder sowas oder Tiger and Dragon und solche Geschichten. Und es hatte schon deutliche Anlehnungen daran. Worum geht's? Also Mulan, ich habe jetzt die Story von dem Zeichentrick nicht mehr so parat. Vielleicht ist da von euch jemand besser im Sattel. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Gleiche ist oder ob das jetzt hier was anderes ist. Also das Grundthema ist genau das Gleiche. Hm. Also nur Mädchen, die Ausschmückungen und so. Mädchen wächst heran in einer Familie. Die haben, also der Vater, der hat zwei Töchter. Und dann ja, werden die Seidenstraße wird immer wieder überfallen von Banditen. Und es beginnt eine Aushebung, eine Mobilmachung, dass in jeder Familie muss ein männliches Mitglied stellen zur Verteidigung des Landes, macht der chinesische Kaiser, der macht da dieses Dekret. Und als sie dann in diese Siedlung kommen, die so eine Art, wie so ein groß, von oben sieht es aus wie ein rundes Haus mit einem Dorfplatz in der Mitte. Als sie dorthin kommen zu der Familie, ist halt nur der Vater da, der ältere Vater, der auch schon ein lahmes Bein hat und eine Verletzung aus dem vorhergehenden Krieg. Und er hat halt zwei Töchter und er will aber seine Pflicht erfüllen und meldet sich dann freiwillig. Und Mulan, die sollte eigentlich verheiratet werden. Da ist so eine Heiratsvermittlerin auch aktiv. Und ja, sie will sich aber nicht so richtig irgendwie dieser Rolle fügen. Und dazu kommt auch noch, dass sie nicht will, dass ihr Vater jetzt nochmal ins Gefecht geht, weil sie befürchtet, dass er nicht wiederkommen könnte. Und so nimmt sie sich in der Nacht die Rüstung des Vaters und das Schwert der Familie und begibt sich zu dem, ja, zu der Kaserne und macht sich die Haare unter die haben so eine, wie so eine Schwimmkappe sieht das aus, so haben die alle auf, so eine schwarze, wie so eine kleine Mütze. Und da versteckt sie ihre Haare drunter und versteckt auch ihre Brüste und so weiter, dass man die nicht so sehen kann. Und sieht halt auch aus wie ein Junge dann. Und macht auch die Grundausbildung alles mit, kann natürlich erstmal nicht duschen gehen mit den anderen zusammen, da findet sie aber dann andere Wege und freundet sich auch so ein bisschen mit ihrer Gruppe an. Und dann müssen sie auch ins Gefecht ziehen und die Gegenseite hat auch eine böse Zauberin, die sich auch in so einen Vogel verwandeln kann und wirklich weit wegfliegen kann oder irgendwelche Sachen herzaubern kann. Und So eine böse Zauberin hat dieser, wie hieß eigentlich der absolute Bösewicht? Weißt du das noch? Ich habe keine Ahnung. Hat er da auch einen Namen? Jedenfalls, da gibt es irgend so eine Nemesis, der Chef von den Banditen, die sich zusammenschließen wollen. Die haben nämlich noch ein bisschen mehr auf ihrer Agenda. Die wollen eben nicht nur die Seidenstraße überfallen, sondern sie wollen tatsächlich den Kaiser von China umbringen. Und sie werden dann in diverse Gefechte verwickelt und unsere Mulan entdeckt dann auch, dass sie doch durchaus ein paar Kräfte hat. Sie entdeckt ihr Qi und lernt dann auch kämpfen. Und ja, sie wird dann während dieser ganzen Kämpfe dann doch deutlich erwachsener. Und sie dadurch, dass sie ja gelogen hat, dass sie ein Junge ist, darf sie jetzt nicht offenbaren, dass sie kein Junge ist, weil es wäre sonst eine Lüge. Und da würde eine Entehrung ihrer Familie zur Folge sein. Und ja, viel mehr will ich, glaube ich, mal auch nicht verraten. Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele gut choreografierte Kampfszenen und die ganzen anderen Szenen, die es so gab, die waren, naja,
Ja, mal so, mal so. Also manche sehr gut, manche nicht so. Wie fandst du so? Du, bei dir ist es schon eine Weile her, dass du es gesehen hast, oder? Ja, tatsächlich ist es eine Weile her. Ich fand den gut gemacht. Die Story, ich erinnere mich daran, dass die in dem Comic ähnlich war. Nur halt im Comic war es halt, wie gesagt, mit dem Singen auch dabei. Und da gab es halt, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass sie den Drachen weggelassen haben. In der Comic-Verfilmung gibt es Mushu. Und Mushu ist quasi ihr kleiner Beschützer, den die Familie und die Ahnen, ihre Ahnen quasi beschwören, um sie zu beschützen. Oh, das ist doch hier der Phönix. Der ist doch da. Ja, aber der Mushu ist halt in der Comic-Version wirklich präsent. Redet auch und hat Text und so. Und der Phönix ist ja in dem jetzigen Teil auch nur so, und der wird ja auch von ihrem Vater beschworen und nicht von den Ahnengeistern. Ich finde, die neue Version ist sehr erwachsen, sehr aufgeräumt, möchte ich es mal nennen. Und keine Musik, keine Lieder. Yeah. Das ist, glaube ich, die erste Disney-Neuverfilmung ohne Lieder. Ich war so froh. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, fände ich das Comic schöner. Auch kindlicher. Also, wenn ich jetzt ein Kind hätte und ich würde ihm Mulan zeigen, würde ich ihm die Comic-Version zeigen. Weil es einfach schöner ist. Ja? Und es ist für ein Kind schöner anzusehen. Als Erwachsener denke ich schon, die Neufassung ist besser. Ja, ich habe es ja oben im großen Fernseher geguckt. Und irgendwann mittendrin kam dann mein Kleiner runter. Da habe ich ihm kurz erklärt, worum es so geht. Habe ich gesagt, hier das Mädchen, das versteckt sich da. Es darf nicht zeigen, dass es ein Mädchen ist und so. Also die war noch in der Kaserne und so. Hat er dann mitgeguckt. Also er fand das echt cool. Und ich mochte diesen Erwachsenenstil, dass sie, vor allem, dass sie nicht gesungen haben. Also nichts ist schlimmer als irgendeine Szene. Plötzlich merkst du schon, einer holt tief Luft, denkst, oh Gott, nein, hör auf zu singen, ey. Ja, ich sag ja, das ist, also ich finde ihn ja deswegen jetzt nicht schlecht. Ich finde ihn halt erwachsener. Ich mochte die Kampfszenen auch, die waren ziemlich gut choreografiert auch, ne, wie sie dann so richtig schön asiatische Mythologie, wenn Leute dann irgendwie an der Seite von der Mauer hochrennen und so und dann irgendwie auf irgendwelchen Bambusgerüsten dann kämpfen und ich fand das sehr schön choreografiert und ich habe jetzt auch nachgeschaut, wie der Bösewicht, der hieß Barry Khan, gespielt von Jason Scott Lee übrigens, ne? Der hat auch bei Crouching Tiger, Hidden Dragon mitgespielt. Ja, also mir hat er extrem gut gefallen, der Film. Hat sehr viel Freude gemacht beim Zuschauen. Ich mochte diese bunte Art, diese opulente Art, wie das gefilmt war und wie die ganze Ausstattung von dem Film. Also hat mir echt gut gefallen. Ich habe dann hinterher mal ein bisschen in der IMDb gelesen. Also da gibt es ja welche, die haben dem wirklich kaum gutes Haar dran gelassen an dem Film. Das sind aber meistens welche gewesen, die gesagt haben, ja, ich fand das Animierte viel schöner wegen Gesingen und so. Da wurde ja überhaupt nicht gesungen und so. Aber ja, genau, deswegen finde ich das auch gut hier gerade. Ja, und ich fand auch, die hat das sehr, sehr gut gespielt auch. Und ihre Familie auch war gut gespielt und die Leute. Der Bösewicht war halt auch so richtig schön böse und die Zauberin und so. Ach, das fand ich wirklich gut. Das war wirklich nachvollziehbar. Ja, gut gemacht war er definitiv, ja. Ich erinnere mich noch dran, damals, als es Comic, also dieser Zeichentrickfilm gab, den hatte ich auf Videokassette und dann habe ich den angeguckt, habe die Videokassette zurückgespult und habe ihn wieder angeguckt. Dann habe ich die Videokassette wieder zurückgespult und habe ihn wieder angeguckt. Und also mir hat er damals erst schon echt gut gefallen. Und die neue Version, weiß ich nicht, ob ich da jetzt Bock hätte, den gleich nochmal zu gucken. Vielleicht irgendwann. Ja, kann man bei ja dem dann. Rewatch-Marathon. Ist ja Disney Plus verfügbar. Ich sehe gerade den Kaiser von China, den hat Jet Li gespielt. Habe ich gar nicht erkannt. Mit seinem Bart und seinem goldenen Dings da hier. Ja. Auf jeden Fall ein schöner Film. Chris, kannst du vielleicht auch mal eine Chance geben, wenn die Kate den nochmal guckt? Kannst du vielleicht mal mit reingucken? Ich habe reingelinst nebenbei, aber hat mich jetzt nicht so abgecatcht. Okay. Gute Überleitung.
Ich habe einen Film geguckt, Catch 44. Ich höre es doch gerne. Sehr, das war ein guter, ey. Es gibt ja so einen Ausdruck im Englischen, Catch 22. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ist hauptsächlich aus dem Militärjargon. Das ist, wenn man vor einer Situation steht, wo eigentlich jeder Weg, den man einschlägt, irgendwo in Desaster führt. Und ist damals, glaube ich, im Vietnamkrieg geprägt worden, wo halt irgendwie klar war, egal was wir jetzt tun hier, das geht alles schief und so. Und wenn man vor so einer ausweglosen Situation steht, und hier, der Film heißt Catch 44, da haben sie natürlich die 44er Kaliber mit reingenommen. Und in dem Film spielt unser aller Liebling Bruce Willis wieder mit. Und ich habe den Film deswegen geschaut, weil ich mal rausfinden wollte, ab wo denn diese Leistung von Bruce Willis oder diese Filme, in denen er mitspielt, so ein bisschen so einen Knick genommen haben. Und das war auch schon ein Film, wo ein deutlicher Knick zu spüren war. Also der ist von 2011. Ich gucke jetzt mal noch ein bisschen weiter zurück. Also ich glaube bei Glass, das war ja auch schon nicht so der wahnsinnig gut hier der zuletzt, aber irgendwo muss es mal einen Knick genommen haben, seine Karriere, dass er nur noch in solchen einfachen Filmen mitspielt. Hier ist es so, den hatte ich mir vor ewigen Zeiten mal aufgenommen auf Sky. Malin Ackerman spielt hier die Hauptrolle, Nikki Reed ist auch noch mit dabei, Deborah Ann Wall, Forrest Whitaker mit dabei, der erwähnte Bruce Willis, Brad Dourif mit dabei. Und das Ganze sieht extrem nach Pulp Fiction aus. Also der Regisseur Aaron Harvey, der mochte anscheinend Pulp Fiction sehr, sehr gern. Also da sind teilweise ganze Einstellungen kopiert worden. Und ja, das kann gut sein, muss nicht gut sein. Und hier ist es so, diese drei Mädels hier, die Deborah Ann Wall, Malin Ackerman und so, die begeben sich in so eine Bar, weil dort sollen sie für ihren Gangsterboss irgend so einen Deal vereiteln, wo halt irgendjemand Drogen abzweigt. Also irgendwo einer von den Lieferanten, der soll dort in der Bar irgendwie Station machen immer und danach fehlt immer was von den Drogen. Und jetzt kommen die dort an in dieser Bar und irgendwie läuft alles schief. Also es ist halt, der Typ ist erstmal überhaupt nicht da und sie stellen dann irgendwie fest, dass sie vielleicht gelinkt worden sind. Letzten Endes sind dann auch noch welche, die den an den Kragen wollen und sie erfahren dann so in Rückblenden, wird dann erzählt, was alles vorher war. Und die man erfährt dann halt auch so, okay, was dahinter stecken könnte und es löst sich natürlich dann alles auch irgendwann gegen Ende auf. Da erfährt man dann, okay, wer da wen gelinkt und warum und wie geht's aus? Und ja, ist ein ganz netter Film, aber auch, wie gesagt, keiner der besten Filme von Bruce Willis. Er spielt ja auch so einen ganz abgefahrenen Gangsterboss dann hier. Und ganz seltsam. Also von mir, was gebe ich in dem Film? Ich gebe mal 5 Punkte. Kann man mal gucken. Ist ganz nett gemacht. Und ja, einen habe ich noch. Wir haben nämlich Entschuldigung, wenn ich kurz reingrätsche, aber hast du Mulan gerade bewertet noch? Oder habe ich das verpasst? 8 Punkte gesagt, oder? Okay. Habe ich es verpasst, Entschuldigung. Ich weiß, ja, es nicht, okay, wenn du es verpasst hast, dann habe ich vielleicht nicht. Wahrscheinlich, weil du mit dem Catch so schnell hier. Dann, Kate, so, was gibst du punktmäßig? Das ist schwierig. Mulan, nicht Catch. 6 Punkte? Okay, dann korrigier das mal. Hier steht noch was anderes. ich habe noch eine Rezensionsdisc bekommen. Da könnt ihr ja gucken, ob ihr die auch noch schafft. Der Film heißt Run und ist von dem Regisseur, von dem wir in der Sneak Preview schon den Film Searching hatten. Könnt ihr euch vielleicht erinnern mit den Typen hier von Harold und Kumar, und der vorm Computer sitzt und versucht rauszufinden, wo seine Tochter hin ist. Ne? Nur durch einen Computer, also dieser Bildschirmfilm. Könnt ihr euch erinnern? Ja, absolut, ja. War gar nicht mal schlecht. Klar, ne? So. Natürlich, der war ganz cool. Bei Run geht es darum, Hauptrolle spielt Sarah Paulson und die, ja, man sieht am Anfang irgendwie, sie bekommt ein Kind und das liegt aber in so einer, ja, ist irgendwie eine ziemliche Frühgeburt, liegt auch in so einer Box drin, wird beatmet und so weiter und dann macht der Film Cut irgendwie ein bisschen später. Man sieht sie zu Hause, sie lebt alleine mit dieser Tochter. Die Tochter sitzt im Rollstuhl und muss auch viele Medikamente nehmen, hat einige gesundheitliche Probleme und sie will sich auf ein College bewerben und das wäre dann so zum ersten Mal, dass sie von ihrer Mutter längere Zeit dann überhaupt weg ist, weil das ganz woanders ist.
Und sie wartet jeden Tag drauf, dass diese College-Anmeldung kommt, dass sie da die Bestätigung bekommt oder irgendwas anderes. Und die Mutter ist auch in so einer Art Selbsthilfegruppe drin. Das wird nicht so genau erläutert, was dort eigentlich der Sinn und Zweck ist, aber sie sagt auch so sinngemäß dort in dieser Selbsthilfegruppe, ja, die Tochter hat sich da beworben und so und sie hat da kein Problem damit, wenn sie da geht. Und man erfährt dann aber zu Hause, ja, wenn die Mutter so alleine gezeigt wird, dass sie doch irgendwie so ein bisschen versucht, das zu torpedieren, dass sie nicht weggeht, die Tochter. Und man weiß es noch nicht so genau, warum, weshalb, wieso. Und ja, ich will es auch nicht zu viel verraten. Also es stecken da auf jeden Fall einige Geheimnisse dahinter, die dann auch die Tochter nach und nach so rausfindet. Und das sind teilweise ziemlich krasse Sachen. Und ich fand den Film eigentlich reichlich spannend. Also ich hab das so nicht erwartet. Manche Sachen habe ich ein bisschen vorhergesehen. Manche Sachen habe ich gar nicht vorhergesehen. Und wie gesagt, dadurch, dass die Tochter im Rollstuhl ist und versucht da irgendwie zu ermitteln und muss dann teilweise auch alleine irgendwelche Treppen runter und hoch und sonst was. Ist schon alles ziemlich heftig dargestellt, was sie dann so anstellt, um da irgendwie an Informationen zu kommen. Und ich fand den echt nicht schlecht. Also das ist mal eine, wir hatten ja schon diverse Rezensionsdiscs, manche waren ja so ganz furchtbar, aber hier, das ist so einer, würde ich auch so, sagen wir mal so 6,5 Punkte geben. Ja. Und könnt ihr überlegen, ob ihr den auch mal gucken möchtet? Ja, den gucken wir auf jeden Fall noch. Dann der klingt gut, ja. Run. Warte mal, ich guck mal, was der in die IMDb hat. 6,7, oh, da liege ich ja nah dran hier. Jawohl. Ah, ich sehe gerade, war wohl ursprünglich, ach nee, ist in den USA streamt er schon auf Hulu. In Deutschland kommt er auf Disc raus. Oh, ich sehe gerade, der Regisseur plant auch Searching 2. Sehe ich hier. Aha. Interessant. Okay, dann sind wir soweit durch hier mit den Filmen. Ich habe gestern noch einen Film, habe ich zweimal geschaut. Mal sehen, ob er drauf kommt. Ein Film, zu dem, Achtung, das ist mir gestern zum ersten Mal wieder so richtig aufgefallen, Snoop Dogg die Titelmelodie gemacht hat. Und es basiert auf einem Comic. Und auf Sky gibt es gerade einen Sender, der zeigt nur solche Filme. Und ich merke schon, ihr kommt nicht drauf. Also Sky zeigt gerade alle Asterix-Filme und ich habe gestern ich hab gestern hier mal bei mir da reingezappt, da lief gerade Asterix Mission Cleopatra und habe den zu Ende geguckt und dann bin ich hochgegangen und da haben wir dann oben am großen Fernseher dann so die Asterix bei den Briten geschaut und habe ich mit dem Kleinen zusammen. Und den kann ich auswendig mitsprechen. Ja, da gibt es auch verschiedene, ne? Also da gibt es den Zeichentrick, der ist echt super und dann gibt es den Realfilm, der ist nicht ganz so gut, finde ich, weil da haben sie einiges anderes. Den Zeichentrick kann ich original mitsprechen, den hatte ich als VHS-Videokassette. Ah, okay. Der lief hoch und runter. Ja, der ist super. Ich finde auch schade, dass er bei dem Realfilm die lustigste Szene, die im Comic war, wo ich mich immer kaputt gelacht habe, da gab es so eine Szene, da sind sie mit einem Boot über dem Kanal oder auf dem Kanal und absolut dichter Nebel und er sagte, ja, entweder ist hier Nebel oder es regnet. Und dann geht der Nebel weg, schüttet das ohne Ende, den Regen weg, zack, wieder Nebel. Ja. Jedenfalls haben wir dann oben nochmal, weil ich feststellte, mein Kleiner hat Mission Cleopatra noch gar nicht geguckt, weil er ja so Realfilme mag er eigentlich nicht so, der mag halt eher animierte Filme. Aber ich sag, den kannst du mal gucken, der ist echt toll. Und dann haben wir den oben, ich habe den ja auf Blu-ray, da haben wir den nochmal geschaut und ja, habe ich quasi zweimal Asterix und Obelix Mission Cleopatra geschaut und das ist so ein super Film. Ach, herrlich, wunderbar. Popkulturelle Referenzen, also das ist ein Realfilm, der ist echt gut gelungen. Der hält sich nah ans Buch und hat trotzdem ein paar popkulturelle Witze drin. Und Monica Bellucci, oh, herrlich. Aha. Wie sie in der Milch badet. Wunderbar. Okay, kleine Empfehlung. Also wer Sky hat, kann man alle Asterix-Filme gerade nachholen. Okay, dann haben wir hier eine News, sehe ich hier. Finde ich ja jetzt meinen Jingle hier irgendwo. Ja, hier. News. Oh, ist eher ein Trailer, sehe ich hier, oder? Naja, jetzt lass ja, ich News mal und den. Trailer. Ja, ich habe noch einen Trailer hier. Neue Filmtrailer. Ja. Was ist ein Coming to America? Ist das irgendwie? Coming to America. Eigentlich neuer Gina Wild Film oder was? Nein. Das wäre Coming on America. Coming to America.
Und eigentlich ist es Coming to America 2. Ach, das ist und auf Deutsch heißt das Der Prinz aus Zamunda Teil 2. Ah, ich sehe es gerade, ja. Oh mein Gott. Und ich habe Der Prinz aus Zamunda geliebt. Also ich liebe diesen Film. Ich mag das einfach so total mit Eddie Murphy und wie heißt er, mit Arsenio Hall. Und ich mag das einfach total mit dieses ganze Drumherum aus dem ersten Teil mit hier mit, wie es schon losgeht, wie er da in seinem riesen Bad steht, da musste ich auch gerade wieder dran denken, als du gemeint hast hier mit Cleopatra, wie er in seinem riesen Bad steht und plötzlich taucht vor ihm die nackte Schönheit auf und meint, der kleine Prinz ist jetzt sauber. Ah, das ist so geil. Oder wer dann in New York ankommt und sagt, guten Morgen, New York. Und dann schreit einer, fick dich. Fick du dich auch. Das ist so ein richtig, das ist so herrlich, dieser Clash of Cultures da in dem Fall. Und jetzt kommt tatsächlich der zweite Teil. Der kommt, wenn ich es richtig verstanden habe, kommt wohl auf Amazon Prime dann. Oder Amazon hat ihn auf jeden Fall gemacht. Und da ist jetzt der Trailer draußen. Vor 4 Tagen kam da ein neuer Trailer raus und ich finde es so cool, weil es geht genau in die Richtung wie der erste Teil. Und dadurch, dass ich den ersten gut fand, denke ich, wird auch dieser sehr gut. Wenn man das schon sieht, es sind Anlehnungen dran aus König der Löwen und halt wieder so völlige Kulturen, die komplett aufeinander prallen werden. Da halt auch so Sachen wie der Friseurladen ist auch wieder dabei. Also Eddie Murphy spielt dann wieder 4 Rollen und Arsenio Hall spielt auch wieder 4 oder 5 Rollen. Einfach großartig. Und ich habe da richtig Bock drauf. Ich bin mal gespannt, wann der jetzt zu uns kommt. Also anscheinend läuft er in Russland schon. Okay. Anscheinend. Aber hier steht Amazon Prime. Die Russen. Läuft er dann auf Prime oder was? Ja, wahrscheinlich. Aber wohl 5. März oder sowas, habe ich jetzt gerade hier gelesen. Also da jetzt mal noch, also IMDb sagt wohl 5. März, aber der Prinz aus Zamunda 2, man sieht dann halt auch, dass Eddie Murphy ein bisschen moppeliger und älter geworden ist. Aber einfach großartig. Ist da genau dieselbe Zeit vergangen wie in echt jetzt? Also, oder soll das direkt nach dem anderen spielen? Nee, ich gehe davon aus, dass die echte Zeit vergangen ist. Okay. Und wenn man dann noch sieht, Wesley Snipes spielt mit, James Earl Jones spielt wieder mit, als Jaffe Joffer, sein Vater. Und ich hab Bock drauf. Werden, ja. Ich sag's ganz ehrlich, ich hab Bock drauf. Könnte lustig werden. Ich suche gerade, ich kann mich erinnern, der Prinz aus Zamunda oder was gab's denn da noch für Eddie Murphy für Beverly Hills Cop und was gab's denn da noch damals? Weil einer lief auch in der DDR im Kino. Ich bin gerade hier in der Wikipedia-Liste. Westliche Filme, die gestartet sind, aber... DDR-Kinofilme. Nee. Die Liste von westlichen Kinofilmen, die in der DDR liefen. Weil ich kann mich erinnern, ich war in einem Eddie Murphy-Film, also in Beverly Hills Cop sowieso, aber auch in diversen anderen war ich mehrfach drin. Ich überlege gerade, welcher das war. Prinz aus Zamunda steht hier nämlich nicht. Na egal. Ja, freue ich mich auch drauf. Aber wird halt doch wieder nur ein Heimkino-Start werden. Ne? Ja, was will man machen? Ne? Ja. Aber ist halt leider gerade so, wie es ist. Mein Gott. Heute geht doch das Impfen los. Ja, eine 101-Jährige hat man ja schon mal. Also wenn die Nebenwirkungen verträgt, dann können sie alle vertragen, glaube ich. Ja. Das habe ich letztens gelesen, da war so ein schöner Tweet irgendwie so, da standen so, ja übrigens hier die Nebenwirkungen, ne, Riesenliste, ne, von Schlaganfall über sonst was alles. Hat das auch vorgelesen. Und dann, ich habe es aber irgendwie als Tweet gesehen oder auf Instagram so und dann stand unten drunter, ja das waren übrigens die Nebenwirkungen von Viagra und das hat dem keinen Abbruch getan, dem weltweiten Erfolg. So, jetzt hat es gerade bei uns hier geklingelt, deswegen flippt der Hund aus. Ah, okay. Dann müssen wir noch einen Moment warten mit dem Rätsel, weil Moment, ganz die Kate kurz. Wird ja... Can you hear me now? Can you hear me now? Ich hätte ja noch erzählen können, dass ich noch den Godzilla-Film, Godzillas Rückkehr, geguckt habe. Aber da hätte ich die anderen wieder verloren hier. Das ist nichts für die Godzillas Rückkehr. Von 1988 ist der... Nee, 84, sehe ich gerade. 1984. Was war 1984? Nix. Wirst du dann in der Sendung hören. Ach, wieder da. Entschuldigung.
Ich wollte mich gerade zudecken und der Hund klettert über mich drüber. Da habe ich den Hund zugedeckt. Seid ihr jetzt geswattet worden oder wie sich das nennt, wenn ihr so Twitch-Streamer live hochgenommen werdet oder so? Ja, so nett. Okay, dann machen wir mal schnell. Meine Tante ist gerade im Haus, die hat kurz Hallo gesagt. Kurz reingehustet und dann weitergegangen. Genau. Dann machen wir weiter mit dem Rätsel, da bin ich schon sehr gespannt. Rätselecke. So, das deutscheste Wort aller Zeiten. So, ich habe nur eine Antwort. Ich muss jetzt mir kurz die Frage dazu nochmal bildlich vorstellen. Oh, Jeopardy. Sind wir Jeopardy, genau. Ja, genau. Also, 1998 wurde der Film Armageddon gedreht. Unter anderem mit Bruce Willis und Ben Affleck. Ich mag den Film total. Zu dieser Zeit wurde den beiden, unter anderem diesen beiden, ein ganz spezielles Privileg zugewiesen. Nein, nicht zugewiesen, ist falsch. Die durften halt was machen, was sonst bis dato niemand machen durfte. Ich glaube, hat auch seit Armageddon nie wieder jemand machen dürfen. Und jetzt ist die Frage, was war das? Die waren bestimmt zu einem Flugsimulator von der NASA. Nein. Durften die einen Parabelflug mitmachen? Nein. Durften die das Unterwassertraining von der NASA exklusiv mitmachen? Nein. Ich glaube, wir müssen uns da mal von weiter weg rantasten. Hat es was mit der NASA zu tun? Ja. Okay. Ha! So, also es hat was mit der NASA zu tun. Durften sie mit irgendwas in Kontakt kommen, was schon mal im Weltraum war? Nein. Nein, okay. Also sie durften mit was in Kontakt kommen, aber ich glaube nicht, dass es zu dem Zeitpunkt schon im Weltall gewesen ist. Ah, da durften sie vielleicht in Original Space Shuttle reinsitzen? Nein. Nein. Das darf ja jeder. Kennedy Space Center. Also nichts, was schon mal im Weltraum war. Also dann durften Ich weiß es nicht. Vielleicht war es schon mal im Weltraum, aber ich glaube, das ist komplett nagelneu, wenn man sowas hat. Also durften sie ein Equipment probieren, was für einen Flug bestimmt ist? Genau. Ein Anzug. Aber was? Ja, korrekt. Ich lese mal kurz die komplette Antwort vor. Die Darsteller des Films Armageddon 1998, unter anderem auch Bruce Willis und Ben Affleck, waren die ersten und bis dato einzigen Zivilpersonen, die echte NASA-Weltraumanzüge tragen durften. Kein Wunder, denn ein einziger Anzug kostet ca. 300 Millionen Euro. Ach, US-Dollar. 3000 wäre ein bisschen wenig, ja. Aber 300 Millionen, das ist auch ein bisschen sehr viel. Ich dachte, die kosten irgendwie so ein paar Millionen, ja. Aber gut, kann schon sein, ja. Wow. Haben wir doch was gelernt heute hier. Vielleicht haben die fünf Stück angezogen und insgesamt waren es dann 300 Millionen US-Dollar. Ja, ich mag ja den Film total. Also bis zu dem Moment, wo sie losfliegen. Ab da nicht mehr, oder was? Da mag ich nicht mehr ganz so. Ich finde, dann wird er ein bisschen so, also der hat so... Atombomben, nein! Ja, das ist nur eine lustige Szene, aber zum Beispiel, was weiß ich, wenn Billy Bob Thornton da irgendwie mit seinem Modell da, mit seinen zwei Mini-Raumschiffen, ja, ich weiß, dass das nicht maßstabsgetreu ist, aber ich muss, also nur so eine Dinge und so, ah ja, sie haben eine Liste, sie wollen keine Steuern mehr zahlen und sowas, und, ey, der ist so lustig, der Film, wirklich so schön gemacht. Der Film ist wirklich richtig gut. Ich mag den total. Ich mag den auch sehr. Und wenn die dann losfliegen, dann ist es ja, nicht mehr ganz so. Also ich finde den Film auch super. Aber es gibt einen Astronautenfilm, den ich noch viel, viel, viel besser finde. Moon? Das ist der Marsianer. Der Marsianer ist auch super, ja. Also den habe ich bestimmt jetzt schon 10-mal gesehen oder so. Ich habe die Extended Version hier auf Blu-ray. Da sind einige Szenen mehr drin. Kannst du auf Schnittberichte angucken. Quasi Director's Cut. Ist toll. Der
Ja, der ist auch super. Ich war ja dann, also der Film ist ja 98 rausgekommen und ich war dann 2002 war ich bei der NASA hier in Orlando, hier in Dings hier, Cape Canaveral. Und da sind wir auch mal dahin, wo diese Launchpads sind, ne? Also wo dann Liv Tyler und Ben Affleck sich verabschieden und so. Aber genau an der Stelle. Oh. Es war cool. Ja. Hat man das Bild nachgestellt? On a jet plane. Ja, das kam ja dann später. Das kommt. Das ist ja noch nicht da, wo die beiden, wo der Song kommt von Aerosmith, sondern das war ja dann später, wo die aus der Halle rauskommen, was du meinst. Aber den auch Song, cool. Den Chris gesungen extrem hat, coole war Szene. Nicht, ist, also den Song, den Chris gesungen hat, war nicht Aerosmith. Ja, meine ich ja. Also, das wäre Don't Want to Miss a Thing übrigens, ja. Der Song. Ganz, aber ganz genau. Extrem cooler Film. Kann ich sehr empfehlen, Armageddon. Ist so ein toller Film. Ja, mag Film. Ich auch sehr. So. Also, ja, der Weltall, warum haben wir das nicht gesehen? Ja, Entschuldigung, dass ich das sage, das Weltall ist scheiße groß. Ey, ich könnte mal wieder gucken. Ich gucke den Abend gleich mal. Wo ist meine Blu-ray? Aber nur bis sie ins Weltall fliegen. Nur bis ins Weltall fliegen, ja, das ist so cool. Herrlich. Auch so, wo sie die ganzen Tests machen müssen, ne? Die müssen ja laute Tests machen. Kriegen sie irgendwelche Einläufe und sowas. Das ist super. Bei einem ihrer Mitarbeiter haben wir Beruhigungsmittel festgestellt für Pferde. Also bin ich ja dann das nächste Mal wieder dran. Yay! Ich gucke schon mal hier, was ich so habe. Ich feiere das, weil dann kann ich es nicht vergessen. Genau. Muss ich dann mental drauf einstellen. Dass du raten musst. Ich muss neue Rätsel suchen. Ich habe jetzt alle meine Rätsel, die ich hatte, aufgebraucht. Alle drei. Alle Harry Potter Rätsel sind aufgebraucht. Na, jetzt kommen wir dann Harry Potter Rätsel verstehen. Haben die Innenstadtkinos doch auf Instagram geschrieben, welchen man von diesen, was weiß ich, Slytherin und sonst was man sein soll? Habe ich drunter geschrieben, Mandalorian. Ja. Hast du überhaupt eine Ahnung, was es ist? Slytherin, ja, das sind die verschiedenen Häuser da. Da kriegen die auch einfach den Hut aufgesetzt und dann wird gesagt, zu welchem Haus man da gehört. Kenn ich doch. Hast du Sky angemacht und hast es zufällig gesehen? Gesundes Halbwissen. Was? Nein, ich hab's doch ehrlich versucht. Ich wollte mal den Film gucken, aber es war mir dann einfach nichts. Es ist halt nichts für mich. Also da muss man wahrscheinlich so in der Zeit. Das ist eine Zeitfrage. Wenn du als Erwachsener die Filme guckst, musst du ab Teil 4 anfangen. Ja, das ist doch der von Alfonso Cuarón, ne? Der da auch Gravity und so gemacht hat. Ne? Ja, ich glaube, ja, aber ich wollte ich ja auch gucken, aber dachte ich, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich die vorher gesehen habe, dann weiß ich, warum die Personen so agieren. Also ich kann ja nicht mittendrin anfangen. Ist ja jetzt nicht so, als fängt es da bei Null an, sondern da ist ja schon vorher was gewesen und da bin ich mal mit viel guten Willen rangegangen. Es geht einfach, es geht nicht. Ich habe dann irgendwann, ist nicht mein Ding, ist halt so. Kommen wir mal zu den Musiktipps für unsere Spotify-Playliste. Music. Und weil nämlich der Song, ich habe lange gesucht, von Snoop Dogg, der Titelsong für Asterix Mission Cleopatra nicht verfügbar ist auf Spotify. Gibt es nur auf YouTube irgendwo. Da gibt es nur auf Spotify eine nachgesungene Version von irgendjemand anders. Von demselben Song, komischerweise. Ja, deswegen nehme ich von Snoop Dogg Santa Claus und das ist aus dem Film Pitch Perfect 2. Oh ja. Die Szene kenne ich sogar. Ah, wo er da versucht rumzurappen irgendwie was und sie kommt dann und rettet den Song und alle total so, ah, oh, voll toll und Entschuldigung. Was hast du denn ausgesucht? Mir kam gerade etwas Spucke hoch, etwas Kotze hoch. Ich habe von John Batiste It's All Right und das ist aus dem Soundtrack von Soul und das fand ich sehr schön. Ist das kein Remake von dem 90er Jahre? It's all right, it's all right. Nicht von East 17. Nee. So, bei Kate steht noch nichts drin. Ich will dich nicht unter Druck setzen. Wenn du nichts hast, ist okay, dann machst du nächstes Mal zwei oder so. Nö, ich nehme was von Taylor Swift. Und zwar Überraschung. Christmas Tree Farm. Okay. Christmas Tree Farm. Wenigstens ein Weihnachtslied mal drin. Ja, Santa Claus, guten Morgen.
Bei mir. Aber gut. Ja, aber das ist nach Weihnachten halt, ne? Nach Weihnachten. Ja. Kommen die hier mit Weihnachten. Ja, es kommt auch wieder mal ein Weihnachten. Du weißt ja auch nicht, wann die Leute das jetzt hier hören. Es kommt wieder ein Weihnachten. Oh. Ja. Das ist auch eine Prognose. Das ist hier, das ist wie so, ha du, der Virus, der ist nach 2 Wochen weg. Ja. Weißt du nicht, wann die Leute das hören? Vielleicht hören die das ja nächstes Jahr im Dezember jetzt, diese Sendung. Ach so. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, apropos Weihnachten, Weihnachtskalender, der ist ja nun abgeschlossen. Die Erstplatzierten habe ich schon angeschrieben. Kann ich mal kurz sagen, wer das war? Kann ich mal kurz Fabi. Genau, Fabian. Der hat quasi Platz 1 belegt und geteilten Platz 2 ist der Björn Haha und die Romy. Und ich habe zusätzlich noch an alle erstmal zwei ausgelost. Das ist MMEX und Kürsat. Kürsat wahrscheinlich. Genau, jetzt Glückwunsch an alle Gewinner. Jetzt Glückwunsch an alle. Ja, mittlerweile haben auch alle geantwortet, weil die letzte Adresse habe ich vorhin gerade reinbekommen. Da werde ich nämlich jetzt anfangen, die Päckchen zu packen und mal gucken, wenn da noch irgendwie was übrig ist, dann lose ich vielleicht nochmal den einen oder anderen oder die andere aus den Teilnehmern da. Wir haben ja das mit den Losen gemacht. Jo, okay, dann haben wir das und vielen Dank an alle, die uns auf Patreon unterstützen. Patreon/Kinocast. Könnt das auch weiterhin tun, damit hier die Serverkosten am Laufen gehalten werden und ja, kleine Unterstützung fängt bei 1 Euro im Monat an. Wenn ihr regelmäßig die Sendung hört, könnte es euch das wert sein, hoffe ich mal. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls wir uns vorher nicht nochmal hören, was ich nicht glaube. Oder? Nee, weil so ein, haben auch ein paar Leute schon geschrieben hier, ob es wieder einen Jahresrückblick gibt. Ich glaube, das macht nicht viel Sinn, weil es gab ja kaum irgendwie coole Filme oder richtig viele Filme im Kino. Dadurch, dass die Kinos halt so ja, geschlossen worden. Och. Gab es halt nur etliche im Stream und so. Hm. Naja. Deswegen wird es wahrscheinlich dieses Jahr mal keinen Jahresrückblick-Podcast geben. Machen wir dann nächstes Jahr wieder, wenn es hoffentlich alles wieder sich langsam aber sicher entspannt. Okay, dann vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Tschüss. Ja, ciao. Guten Rutsch. Kommt gutes neues Jahr. Ciao. Bis bald im Kinocast.